Ja, es stimmt. Du kannst ein iPhone 14 Pro im Wert von 1.300 € gewinnen. Bevor ich dir aber sage, wie du beim Gewinnspiel mitmachst, möchte ich dir noch kurz sagen, warum das iPhone 14 Pro eigentlich so ein geiles Handy ist. Also, let's go. Hi, ich bin Alex von TechSam und ich quatsch gerne über Smartphones und Technik. Wenn du iPhone-User auch meinen Test zu den neuen iPhones nicht verpassen willst, abonniere jetzt diesen unfassbar tollen Kanal, aber Dalli Dalli. Das erste Top-Feature des neuen iPhone 14 Pro ist das Design bzw. die neue Vorderseite. Nach Jahren mit der hässlichen Notch gibt es nun endlich eine optische Verbesserung. Statt einem Einschnitt oben gibt es nun ein pillenförmiges Loch im Display. Apple nennt die Pille Dynamic Island. Lol. Ja, das heißt so komisch, weil sich die Pille dynamisch anpasst und Benachrichtigungen anzeigt. Je nachdem, ob du Musik hörst oder eine neue WhatsApp-Nachricht reinkommt, erweitert sich die Pille. Somit hast du deine Benachrichtigung immer im Blick. Eine richtig geniale Idee, wenn du mich fragst. Das zweite Feature, was mir am iPhone 14 Pro richtig gut gefällt, ist direkt damit verbunden, nämlich das Display. Die Displays in den iPhones waren schon immer spitze. Jetzt setzt Apple aber nochmal einen drauf. Zunächst gibt es wieder die Wahl zwischen einem 6,1 und 6,7 Zoll großen Display. Alles andere bei den Displays ist aber gleich. Sie bieten eine adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz an. Damit ist alles viel flüssiger im System. Besonders angetan hat es mir aber die Helligkeit. Maximal 2000 Nits erreicht das Display. Damit wird es so hell wie kein anderes Smartphone-Display auf dem Markt. Ein neuer Rekord. Durch die adaptive Bildwiederholrate kann aber auch der Akku gespart werden. Im Standby schraubt sich die Herzzahl nämlich auf 1 Hertz runter. Damit wird nun erstmals auch ein Always-On-Display ermöglicht, meinem dritten Top-Feature der neuen iPhone 14 Pro-Serie. Im Standby wird das stromsparende Display gedimmt und auf 1 Hertz runtergetaktet. Dadurch können im Lockscreen alle wichtigen Informationen angezeigt werden, ohne dass viel Strom verbraucht wird. Schön, dass dieses geniale Feature nun endlich auch bei den iPhones einzieht. Möglich macht das auch der neue A16 Bionic Chip, meinem vierten Highlight der neuen iPhone 14 Pro Serie. Er ist erstmals im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt und ist damit besonders energieeffizient. 20% weniger Strom zum Vorgänger wird benötigt. Das ist unglaublich. Die Leistung bleibt dabei aber nicht auf der Strecke. Im Gegenteil, die GPU hat satte 50% mehr Bandbreite als der Vorgänger. Damit zerstört das iPhone nicht nur die Konkurrenz, sondern handelt auch aufwendige 3D-Games ohne Probleme und verbraucht dabei noch wenig Energie. Das ist einfach Weltklasse, was Apple bei seinen Chips abliefert. Mein fünftes Highlight ist die neue Kamera. Erstmals in der Geschichte der iPhones setzt Apple auf einen neuen 48-Megapixel-Hauptsensor. Dieser ist 65% größer als der Vorgänger und bietet dadurch mehr Details und eine bessere Low-Light-Fähigkeit. Aufnahmen werden jetzt noch schärfer und farbenechter. Der neue ISP im A16 hat auch hier seine Finger im Spiel und ermöglicht eine rasant schnelle Verarbeitung. Durch die vielen Megapixel wird sogar eine zweifach optische Bildqualität versprochen. Man kann also zweifach in Bilder reinzoomen, ohne Qualität zu verlieren. Das ist eben der Vorteil, wenn man 48 Megapixel hat. Zum neuen Hauptsensor kommt auch noch ein neuer Sensor für die Ultraweitwinkellinse. Diese soll nun auch bei Nacht deutlich bessere Aufnahmen liefern. An der Kameraqualität hat Apple also wieder dieses Jahr einiges verbessert. Darauf bin ich sehr gespannt. Deswegen finde ich, unterm Strich ist das iPhone 14 Pro das erste spannende iPhone seit langem. Ich werde es mir natürlich auch kaufen und für dich testen. Der Preis mit 1.300 € ist natürlich happig. Wenn du nicht so viel Geld ausgeben willst, dann kannst du es auch einfach bei mir gewinnen. Ja. Der Smartphone-Blogger und ich, wir verlosen ein neues iPhone 14 Pro. Alles, was du dazu tun musst, ist, unsere beiden Kanäle zu abonnieren und unter dieses und dem Video vom Smartphone-Blogger jeweils einen Kommentar mit dem Hashtag Gewinnspiel schreiben. In 4 Wochen werden wir dann zufällig einen Gewinner ziehen und in der Beschreibung und in einem angepinnten Kommentar bekannt geben. Also abonniere jetzt meinen Kanal, schreib einen Kommentar mit dem Hashtag Gewinnspiel und gehe dann rüber zu Ollis Video und tu dasselbe. Ich betone nochmal, du musst beide Kanäle abonnieren und bei uns beiden kommentieren. Nur dann machst du mit. Mehrfachkommentare werden nicht gewertet. Wer spammt, wird vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Das Video vom Olli sowie alle Infos zum Gewinnspiel findest du nochmal in der Beschreibung. Danke euch für die geile Unterstützung. Ich wünsche jedem, der mitmacht, viel Glück. Folgt mir auch gerne auf Social Media, wenn du nicht genug von mir bekommst. Vielleicht gibt es ja auch dieses Jahr noch ein weiteres Gewinnspiel. Jetzt kannst du hier links klicken, da kommst du zu Ollis Gewinnspielvideo. Also. Mach mit, es lohnt sich sowas von.